Da sind wir wieder über den Berg nach Kärnten gegangen, wo schon der Schneeweg war, aber es früher war keine Möglichkeit zurückzugehen. Und dann kommen wir zu einem Bauern, wo von der Cousine die Großmutter war. Und die Tante hat die Großmutter gebeten, ob sie die jüngste Tochter dort lassen kann, weil sie schon so krank war. Und dann hat sie diese Frau gesagt, sie soll sie dort lassen, weil sonst wird sie sterben. Und ich habe mir gedacht, Ma, die kann da bleiben und ich muss wieder weiter. Und da ist so schön warm und satt war man und so schön war halt. Und dann habe ich mich auf die Bank gelegt. Hab mir gedacht, was kann ich denn machen, dass ich auch bleiben kann? Dann habe ich mich bewusstlos gemacht, bewusstlos gestellt. Haben sie mich aufgehoben, alles wieder gleich gefallen. Und bis die Frau gesagt hat, ja, ist ja die auch ganz fertig, kannst du ja die auch nehmen, mitnehmen, soll sie halt bleiben. Und das war wahrscheinlich meine Lebensrettung. Weil die Tante ist dann von dort weitergegangen, in einem Bunker da in Oystra, da in Kärnten, auch beim Eisenkappel. Und dieser Bunker war verraten und dort ist sie ums Leben gekommen. Sie war sie erschossen, die anderen sind noch davon gekommen und sie nicht mehr. Wenn sie dort, wenn ich dort dabei war, weiß nicht, was da passiert wäre. Und so war halt bei diesen Bauern sehr, sehr schön. Nur es war trotzdem Krieg und das letzte Bauer bei der Grenze, es waren auch Kämpfe, sehr schlimme Kämpfe.